connected. Moin Moin, liebe Flittchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mit dabei ist die Landratte und, was ganz Besonderes, ihr könnt sie hören. Was geht ab, Leute? Ja, wir haben es hinbekommen, mit den Senas das zu verbinden. Mega Bock. Wir haben gerade eben schon ein Video aufgenommen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut einfach bei einem Blackout vorbei. Ein Blackout heißt bei Instagram, ne? Schaut doch bei Instagram vorbei. Schaut aber auch auf YouTube vorbei. Ja, geil. Werbung. Kauft mein Merch. Werbesendung oben einblenden. Ja. Nee, das ist ja offensichtliche Werbung. Und na gut, okay. Auch mit Werbung, um das darf ich das kurz einwerfen, weil das Thema eigentlich ganz vorbeigeht, worüber wir reden wollten, aber oh, guck mal, wie geil das ist. Oh, wunderschön. Das Thema mit Werbung ist, glaube ich, du musst das machen, damit es nicht wie Schleichwerbung überkommt. Ja, stimmt. Damit die Leute merken, es ist Werbung. Aber wenn ich sage, es ist mein Merchandise, ja, ist ja klar, dass es Werbung für mich ist. Also, ja, stimmt. Ist ja mehr als obviously geht es nicht. Na, dann hatten wir einmal kurz die Rechtsbelehrung von Herrn Blackout. Auf jeden Fall fahren wir ein bisschen durch die Gegend. Aber keine Gewehr. Keine Gewehr, stimmt. Keine Gewehr. Auf jeden Fall fahren wir ein bisschen durch die Gegend, haben schon ein Video bei ihm aufgenommen. Wir gucken mal, was passiert und wir labern einfach wieder über Gott und die Welt. Auch hier, das haben wir gerade eben schon mal gesagt, wenn ihr Bock habt, haut in die Kommentare mal rein. Oh, guck mal, Polizei. Polizei, hier erstmal runtergegangen. Schon wieder Panik. Irgendwann ficken sie mich doch für, dass ich meinen 1dB-Killer immer noch nicht eingebaut habe. auf jeden Fall. Selber schuld. Nimm ein Beispiel an mir. Ja, bisschen. Mich haben sie wieder angehalten. War das gestern oder vorgestern? Vorgestern, glaube ich. Vorgestern haben sie mich angehalten. Und waren super nett, die Jungs auch wieder. War geil. Aber. Alles legal. Ja, was sollen sie machen, ne? Auf jeden Fall, wir sind genauso beide verstrahlt, ne? Ich wollte was ganz anderes erzählen. Aber ich das ist lustig. Das ist geil, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das macht das Gespräch auch spannender. Ja, wollen wir geradeaus noch? Kommentare, ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch spannend findet, so wie die Diskussion so jetzt funktioniert, dass wir mal abschweifen und andere Dinge. Ja. Oder ob ihr eher so aufs Maul einpumpt, bam, 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 Thema abgehakt. Bam, bam. Ich finde das so trocken. Ich find's geil so. Ich mag's auch. Weil so würden wir ja auch ganz normal labern. Ja. Deswegen. Genau. Ja. Und da sind wir halt, da seid ihr dann dabei. Ist doch geil. Siehst du. Ja, ist ja auch mein erster Dual-Vlog jetzt auf meinem Kanal dann, ja. Das ja, letzte Mal ging ich das hab dann. Was Schönes für deine Fans. Okay. S. Oh. Darf ich da raufhauen? Nee, das ist mit zu homosexuell. Okay, schade. Oh nein, komm nicht ran, warte. Was bist du für ein Lamm? Warte, ich muss auf die Kamera. Das war sexy, wir fahren zu langsam. Okay, dann werden wir ausgeholt. Okay, gib mir deinen Arsch. Und alle denken sich, what the fuck? Oh Gott. So, was ich eigentlich sagen wollte. Bitte schreibt auch noch in die Kommentare rein, was ihr für... Wir kopieren das jetzt einfach mal ganz stumpf von Felix von der Laden und Easy. Was ihr für Ramble-Themen bei uns haben wollt. Vielleicht nennen wir das doch einfach so. Mal gucken. Motorrad-Ramble oder so. Weiß nicht, sei es Themen zum Führerschein. Wir haben hier in dem Video perfekt die Möglichkeit, einfach darüber zu labern und unsere Meinung so ein bisschen... Meinung zu bestimmten Regelungen, genau. Zu Netzen, zu bestimmten Motorrädern, zu Verhaltensweisen von Motorrädern. Oh, ist hier Stau. Halt's Maul. Junge, um Junge, Gottes Willen. Um Gottes Willen. Also wir sind dafür alles offen, denke ich. Ja, eben. Und ich denke, das wird auch ganz interessant. Deswegen, viele klicken ja auch unsere Reaction-Videos, weil sie ja auch so unsere Meinung zu Dingen hören wollen. Ja, genau. Und das würde gut passen. Auch. Also ich habe da auch mega Bock drauf. Und das fördert auch immer noch ein bisschen mehr so zu unserem Image, sag ich mal, und auch zu unserem Geschwindigkeitsfahrstil in der Stadt. Weil wir einfach beim Reden uns auch ein bisschen konzentrieren aufs Reden und dann ganz normal auch durch die Stadt fahren, weil ihr wisst ja... Man muss ja ein bisschen aufpassen, was man im Internet hochlädt und da sind wir natürlich ganz vorne mit dabei. Geballert wird auf der Rennstrecke, das Thema kommt irgendwann anders nochmal, habe ich auch schon ein paar anderen Videos mal angekündigt. Hab richtig Bock auf diese Saison. Wollen wir jetzt hier filtern oder was machen wir jetzt? Was machst du da? Ich weiß es noch nicht so genau. Warum machst du die Maschine aus? Willst du rollen lassen? Ja, aber das musst du doch im angeschalteten Zustand machen. Jetzt ist sie doch an. Siehst du an? Ja, leise. Eco-Modus. Verarsch mich nicht. Ja, ich wollte schon sagen, Alter.
Aber immer geil, wenn sich die Motorräder in den Autos spiegeln. Ich weiß nicht, ob man das auf der GoPro sieht. Sieht man nie. Sieht man leider nie, ne? Oft angesprochen. Jedes Mal, oh Gott. So geil, bitte. So nice. Aber ihr kennt nichts. Aber ich sehe es, ich finde es gerade wunderschön. Wahnsinn. Dass nochmal so geiles Wetter kommt, ey. Puh, nice. Musst du da ins System gehen fürs ABS, oder was? Weiß nicht. Geht nicht. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Vielleicht drücke ich auf den falschen Knopf, weil ich gerade dumm bin oder so. Zum Glück nimmst du gerade kein Video auf und die ganzen KTM-Nerds wieder. Da musst du das klicken. Ich glaube, das ist die Mode-Taste. Einfach 10 Sekunden gedrückt halten. Kannst du haben. Aber vielleicht ist sie nicht lange genug aus, die Maschine, dass ich das ABS... Ja, ich dachte eh immer, dass... Nee, das resettet sich, wenn man sie aus und wieder anmacht, ne? Ja, genau. Digga, was ist das hier für ein Verkehr? Krank. Letztes Mal habe ich das aber geschafft, als wir gefahren sind. Weißt du, was ich ein gutes Thema mit was wir mal ansprechen können? Den Unterschied zwischen normalem Motorradfahren und unseren Entertainment-Vlogs, die wir machen. So das, was wir gerade auch jetzt machen. Ja, können wir machen. Weil da kommt oft eine richtig krasse Verwechslung, dass einfach Leute sagen so, ihr fahrt ja nur Stadt, ihr seid keine richtigen Biker und so weiter. Und ich finde, da kann man mal kurz was zu sagen, oder? Können wir machen, doch, finde ich gut. Ja, weil das lesen wir auch immer häufig so. Ja, ihr, ja. Immer diese Vergleiche sowieso. Ihr könnt gar keine richtigen Wheelies, ihr könnt nicht Kurven fahren, ihr könnt das nicht oder hier nicht. Aber das ist ja eigentlich immer nur die Sichtweise von einem anderen, der es eventuell besser kann oder eventuell auch einfach was anderes macht. Ja, also. Oder beziehungsweise man muss das auch immer differenziert betrachten. Was ein geiler Porsche, hast du den gesehen? Wow. Ja. Man muss das differenziert betrachten, denn wir fahren ja jetzt in der Stadt und reden miteinander, um ein geiles Video zu bringen. Ja. Und da fahren wir einfach normal Motorrad. Das heißt nicht, dass wir nicht geil Kurven fahren können, nicht geil Wheelies fahren können oder so, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich Landstraße fahre, dann habe ich nicht Zeit und Lust, ein Video aufzunehmen und über Sachen zu reden. Dann bin ich in den Kurven, dann fühle ich, wie es ist und so. Und man kann es häufig auch einfach nicht hochladen, weil es halt nicht geht. Ja, aber wir fahren auch oft und gerne Landstraße und so, aber das meiste, was ihr im Vlog seht, ist einfach Stadt, weil da am meisten passiert. Ne? Das muss man mal verstehen. Und weil man immer noch mehr Zeit hat und mehr Flexibilität, was zu machen. Wenn du eine Landstraße hast, dann hast du da Kurven, 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 Landstraße geradeaus. Ja. In der Stadt hast du Tunnel, du kannst irgendwie hier zum Beispiel bei uns jetzt in Hamburg an die Alster. Und man hat einfach mehr Gründe noch zu reden und man hat auch mehr Zeit zu reden an der roten Ampel oder was auch immer. Das macht schon viel aus. Und ein großes Problem ist, glaube ich, unsere große Abonnentenzahl auf den jeweiligen Medien, auf den jeweiligen Plattformen und so weiter. Ja. Weil wir dann halt quasi für alle der Maßstab an dem Motorradfahren sind. Und deswegen müssen sich die Leute an uns messen. An Obwohl wir das nie gesagt haben. Genau, so habe ich das Gefühl so. Das heißt, ich bin der größte Motorblogger Deutschland. Da muss ich auch, ich fahre eine Supermoto, dann muss ich irgendwie der Beste sein. Ich bin der Held der Supermoto-Szene. Und auch die beste Qualität liefern und alles. Dabei bin ich nur Teil der Supermoto-Szene, einfach weil ich die SMC so geil finde. Und das ist ja auch, kann jeder von euch sagen, wie er will, aber es ist ein grundsolides, geiles Bike. Ja, auf jeden Fall. Wartungsarm, super leicht zu handeln, das ist einfach ein geiles Supermoto-Fahrzeug. Ich finde es auch geil. Also, ich würde es mir jetzt nicht als erstes Bike holen, aber ich finde es auch wirklich geil einfach. Genau, aber das ist ja eher so zufällig. Und es gibt ja alteingesessene Supermoto-Fahrer und Stuntfahrer und so weiter. An denen messen wir uns ja gar nicht. Die haben ja ihre Daseinsberechtigung und die fahren vielleicht auch besser und so, aber wir machen halt Entertainment einfach. Bessere Videos in der Art des Entertainments. Ja. Ich glaube, so kann ich das sagen, ohne dass es falsch rüberkommt. Ja, finde ich gut. Man sieht hier anhand unserer Abozahl, dass wir was richtig machen. Und das meine ich auch ganz, ganz unarrogant, ja. Ja, total, finde ich auch. War auf jeden Fall wichtig, das mal anzusprechen, weil... Wollt ihr Omas darüber? Nö. Du bist so ein Gentleman, ne? Wahnsinn! Wahnsinn! Du kleiner Gigolo, du kleiner Gigolo. Außerdem war das mit dem Vorwissen, dass da vorne zwei kleine Kürfchen sind. Aber die sind wirklich richtig klein. Kleine Mini-Kürfchen, aber dann fahren wir die nochmal, würde ich sagen, zum Abschluss des Videos. Denkst du, du hast das Video schon voll? Ja, klar.
Was denkst du denn? Geil! Die sind ja wunder. Das ist das Beste, was das war die einzigen Kurven, um Gottes Willen! Lass mal nochmal umdrehen, nochmal. Ja, also, wir können auch Kurven fahren, wir zeigen euch das auch noch alles. Wir müssen richtig viel in geile Gebiete dieses Jahr fahren. Ja, safe. So. Wollen wir rechts? Nee. Nee, eigentlich nicht. Nee. Wir müssen richtig viele Touren machen. Ja, das wird alles kommen. Wir zeigen euch auch demnächst, dass wir Kurven fahren können, dass wir andere Maschinen fahren können. Wir wollen aber trotzdem nicht als Maßstab gelten. Genau. Wir sind es einfach nicht. Wir machen unser Ding, so wie jeder andere sein Ding macht. Und das ist ja auch okay. Aber diese Gesellschaft, die misst einfach gerne immer. Oder muss sich ja anscheinend auch an irgendwie messen. Und ja, kleine Botschaft in diesem Video. Es sind ja meistens auch nur 2-3 Kommentare, die da drunter stehen. Aber man liest sich halt schon eigentlich alle Kommentare durch. Und das trifft dann ab und zu oder verärgert einen schon ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wer hier Vorfahrt hat. Ich auch nicht. Nee, da war ein Strich. Also, der war nicht mehr da, aber da war einer. Weil ich nicht gesehen habe, ob das eine 30er-Zone war. Ja. An sich ja schon. Aber da war so ein Schild wie hier, einmalige Vorfahrt oder sowas, glaube ich. Naja, wir haben Vorfahrt. Ich weiß überhaupt nicht, wir sind irgendwo mitten im Land. Komplett verfahren. Da waren wir noch nie. Nee. Voll geil. Da kann man auch mal ein bisschen was anderes sehen. Ja. Weil sonst fahren wir immer um die Alster. Immer. Und man braucht auch mal ein bisschen Abwechslung. Na gut, liebe Leute, wir suchen mal hier irgendwie einen Nachhauseweg. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut auf jeden Fall bei dem Duo-Vlog von Blackout dabei. Dabei. Schaut da mal rein. Schaut da mal rein und ja, wenn ihr mehr davon haben wollt, gebt mir ein Like, gebt Blackout ein Like und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Möchtest du irgendwie, ich mach nicht Papa, du kannst trotzdem Papa machen. Papa.